Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch mal ein richtig cooles Feature bei Google Maps hier in den USA. Ich bin gerade in San Francisco und hier unten links, wenn wir eine Fußgängernavigation uns quasi eine Route rausgesucht haben, bevor wir sie starten, können wir uns das Ganze schon angucken. Und zwar gehen wir unten links auf dieses kleine Vorschaubild mit diesem kleinen Würfel drin und dann kommen wir in Immersive View. Das heißt, aus der Vogelperspektive können wir jetzt hier unten unsere Route starten. Wir sehen auch, wo sie startet, die Distanz. Wir können sehen, wie viel Grad wir jetzt im Moment haben und wir fliegen los. Bam! Wir können hier reinzoomen in die Sache. Wir können hier ein bisschen so hin und her gehen und können halt sehen, wo die Route entlang geht. Ich kann aber auch hier auf das Temperatur- und Uhrzeitensymbol gehen und kann dann auch hier durch die Tageszeiten scrollen und sehe so auch, wie sich, sage ich mal, die Schatten und Sonnenaufgang, Sonnenuntergang verändert und kann so, wenn ich fotografieren möchte, mir eigentlich auch schon mal raussuchen, okay. Hier habe ich schönes Licht oder hier ist dann alles im Schatten, ist nicht so schön. Ich kann hier unten auch drauf gehen auf einen anderen Wochentag, wenn es jetzt zum Beispiel regnen würde und könnte mir das Ganze hier angucken. Manchmal wird die Luftqualität eingeblendet. Ich glaube, das ist aber nur beim aktuellen Tag. Lass mal gucken, ob es jetzt eingeblendet wird. Genau, Luftqualität ist gut im Moment und ich finde das ein richtig cooles Feature. Und man kann auch so ein bisschen sehen, wo man da entlang geht. Und dass es halt große Straßen sind und nicht irgendwie ein Hinterhof. Und ja, mir gefällt das Feature gut. Ich hoffe, es kommt bald nach Deutschland. Hoffe, das Video hat euch gefallen und die kleine Vorschau auf das, was da so kommt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.